erstmal einen Schluck G-Man. Ja, hier haben wir jetzt stehen den Gabriel oder eben auch den Schweizer G-Man genannt. Hallo Gabriel, wie geht's dir? Wie gefällt dir denn bisher die Veranstaltung? Hi Britta, ja, es gefällt mir natürlich super sensationell gut. Ich sage es euch ganz ehrlich, es ist die zweite Boxnacht mit G-Man. Wir waren schon letztes Jahr mal mit Rainer Gottwald, durften wir Premiere feiern. Aber jetzt, das hier in Ludwigshafen mit dieser G-Man Fight Night der zweiten, einfach sensationell. Also Rainer, Alex, also wirklich Prosit auf euch, habt das super gemacht. Stimmt, ihr wart auch beim Weihnachtszirkus, wart ihr dabei. Wie seid ihr denn zum Rainer gekommen? Wie seid ihr denn zum Hauptsponsor geworden? Also bei uns in Deutschland, bei uns, komm jetzt, danke schön, genau, unbedingt, jetzt crushen wir kurz rein, jetzt machen wir den G-Man-Test. Genau, wir machen nämlich nur Interviews mit Leuten, die G-Man auch gut finden, ihr Spaß. Okay. Britta, auf dich. Ich würde mal sagen, auf uns oder auf uns. Die Boxer. Auf die Boxer, und dass und wir nicht boxen Rainer. Müssen. Oh, auf Rainer, absolut. Lecker. Ehrliches Feedback. Lecker. Leicht wirklich süß, aber lecker. Absolut. G-Man, Awake Your Potential, so viel Zeit und so viel Werbung muss sein. Ja, nee, also komm, es ist Alex, ist der Kopf hinter G-Man, also schon vor 8 Jahren, als G-Man gegründet wurde. Und der ist so ein Kreativkopf, so viele verrückte, großartige Ideen. Und der kennt ja auch so viele Leute. Also das ist unglaublich, so haben sich auch sein Weg mit Rainers getroffen. Und das hat einfach von Anfang an gepasst. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe das mehr von außen mitverfolgt. Aber was da in einer ersten kleinen Idee jetzt entstanden ist, da merkt man, das sind einfach zwei Macher am Werk. Also Alex von G-Man sowie der Rainer aus dem Boxzirkus. Eine Riesennummer. Mega. Und was gefällt dir denn hier so bei der Veranstaltung am besten, beziehungsweise welcher Kampf ist denn so dein Favorit, welcher Boxer? Also zum einen die Halle finde ich sensationell. Ich war drin, die Akustik, die Optik, es passt für eine Fight Night. Also es ist wirklich schön zentriert, es sieht auch wie ein kleines Boxkolosseum sieht es aus für mich. Ich persönlich, ich habe ja so ein bisschen meine Favoritin, wenn ich das sagen darf, und zwar die Sarah. Ich habe die schon eben beim letzten Box-Event Boxen gesehen und ich habe damals schon gesagt, ich als Schweizer G-Man, ich würde den Raab halmig machen. Also ich würde eigentlich gerne Sarah mal herausfordern, eine Minute im Ring zu stehen, und ich warte jetzt mal den heutigen Kampf ab. Aber ich drücke Sarah natürlich ganz fest die Daumen und würde mich tierisch freuen, wenn sie das Date annehmen würde, mit mir zusammen in den Boxring zu steigen. Also Sarah, du hast es gehört, ne? Wir sind gespannt, was daraus wird, ob wir dich dann beim nächsten Kampf, beziehungsweise bei der nächsten Veranstaltung im Ring mit ihr sehen. Ist denn eine geplant? Weißt du da schon was? Ja, also was noch kommt, da wollen wir nichts verraten. Wir wollen heute mal diesen Abend genießen. Und man muss halt einfach, wie sagt man bei G-Man so schön, awake your potentials. Also erwecke dein ganzes Potenzial. Also das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Das ist der Claim von G-Man. Da wird also noch ganz, ganz viel kommen. Da sind wir auf jeden Fall mal mega gespannt. Das ist auch ein sehr gutes Schlusswort. Und ja, dann wünschen wir dir noch ganz viel Spaß. Oder was möchtest du noch sagen? Ein letztes Schlusswort hätte ich noch ganz, ganz gerne. Zuerst mal danke, Britta, fürs Interview. Und dann noch Jayana mit Real G. Das ist der offizielle G-Man-Song. Der wird heute aufgeführt in Ludwigshafen bei der G-Man Fight Night im Ring. Ist seit dem 2. Mai draußen auf allen Kanälen, die es gibt. Also hört mal rein. Real G bei Jayana. G-Man gönnt. Cheerio. Cheers. Danke dir.